Ja, gut, dass es immer die Seelsorge gibt, mit der man sich unterhalten kann. Ich hatte mich eben unterhalten. Ich finde das eigentlich beschämt und traurig. Uns Deutschen geht es hier sehr gut. Und dass hier in Deutschland sowas abgeht, dass Mädchen hier verschleppt werden in ein anderes Land. Es ist ja von hier, also sie fahren ja praktisch von hier in ein anderes Land und werden dann da zwangsverheiratet, nicht nur Mädchen, sondern Jungs auch. Später ist es dann so, dann haben sie ihre Geliebte oder wie auch immer, weil sie diese Frau nie geliebt haben, weil sie sie heiraten mussten, weil es eben eine Zwangsheirat war. Und ich hatte mich ja auch mit dem Jungen unterhalten. Er meinte auch, ihm wurde schon seine Cousine vorgestellt. Also ist das alles gar nicht so dumm, was ich erzähle, ne? Das möchte ich mal so dazu sagen. Und ich finde es traurig, dass die Kinder nicht selber entscheiden dürfen, wen sie heiraten oder mit wem sie zusammen sind. Das ist echt beschämt und traurig. Ich habe gesagt, wenn du dich jetzt in eine Inderin verlieben würdest, aus einem Hindu, was passiert denn dann? Das darf ja nicht sein. Ihr seid ja Feinde. Also ich finde das furchtbar. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich finde es traurig, wenn Menschen nur ihr eigenes wichtig ist und nicht diese Kinder sehen, was da eigentlich abgeht. Ich weiß, dass die meisten Deutschen so denken, was geht mich das an, was im Ausland abgeht. Aber wie viele Leute sind davon hier? Und ich glaube, wenn es eure eigene Tochter betrifft, die ihr dann mal habt, oder euren eigenen Sohn, der dann hier verschleppt wird in Deutschland, weil dann hier nur Ignoranten sind und sich nicht drum kümmern, dann wird das Geheule groß sein. Oder dass mal eine Schule vielleicht in die Luft gejagt wird, weil dann einer eine Bombe unter den T-Shirt oder wie auch immer hat und dass das Ding dann in der Luft gejagt wird. Was ist denn dann? Dann wird geheult und dann wird gesagt, warum haben wir nicht aufgepasst? Warum haben wir nicht irgendwelche Sicherheitsmaßnahmen gemacht? Ich meine, der Junge hat mir doch selber erzählt, dass die Afghanistaner die Terroristen sind und dass die da alle Kinder töten und die Erwachsenen töten und deswegen will er Soldat werden oder dieses. Ist das nicht traurig? Mein Kind möchte Tierpfleger werden, aber kein Soldat oder Polizist. Das ist doch beschämt und traurig. Da sieht man doch schon mal, was da abgeht in diesem Land. Und in Deutschland wird das immer ignoriert. Kinder fahren in Urlaub. Er fährt auch bald in Urlaub. Für 2 Wochen irgendwo hin. Kommt er dann auch nicht mehr zurück? Bleibt er dann auch 5 Monate da? Und wird eingesperrt? Ich meine, ist doch traurig irgendwo. Versteht das nicht? Das hat mir eben auch gerade die Seelsorge gesagt. Ein türkisches Mädchen sollte auch zwangsverheiratet werden, hat es aber geschafft, wegzukommen von ihrem Mann, weil er sie geprügelt hat. Ist dann nach Berlin zurück, hat sich in einen Deutschen verliebt und wurde dann von ihrem Mann umgebracht. So. Denkt mal darüber nach. Und seid nicht so eine Ignoranten. Was eigentlich in der Welt los ist. Und dass man eine Aufsichtspflicht hat. Nicht, weil man kluckenhaft ist und nicht will, dass das Kind nicht selbstständig wird. Das hat damit gar nichts zu tun. Weil einfach zu viel passiert in dieser Welt. Und es genug Ignoranten gibt. Und für mich sind die Ignoranten genauso eine Täter. Und wenn man sowas der Polizei meldet, da ist Menschenhandel, dann müsste sie eigentlich nachgehen nach solcher Sache. Aber wir sind ja alle nur noch Ignoranten geworden. Es ist echt traurig und beschämend. Es ist traurig und beschämend. Ich wünsche euch nicht, dass das euren Kindern passiert. Aber erst dann, wenn es den anderen Kindern passiert, dann wacht man auf und sagt, ja, stimmt. Wir sollten mal gucken. Wir sollten mal prüfen. Wir sollten der Sache mal nachgehen. Weil die Kinder, die geboren werden, die können nichts dafür. Die werden einfach in diese Welt reingeboren. Die werden umerzogen. Ob das ist zu rechte Seite, ob das ist zu linke Seite, ob das ist im Islam. Die Kinder, die werden alle umerzogen, so wie die Eltern sie haben wollen. Die Kinder können nicht selber entscheiden. Das sind die Dummen. Später können sie sich gegen wehren. Und was passiert dann? Dann werden sie geprügelt, geschlagen, Säure ins Gesicht, zwangsverheiratet oder auch nicht. Es betrifft nicht nur das Ausland. Wir haben hier genug ausländische Leute, die hier sind, die mit Griechen zusammen sind, die mit Italienern zusammen sind, die alles gemischt hier. Und das Schlimme ist, Moslems und Nicht-Moslems, das sind Erzfeinde. Aber wir haben hier Inder, wir haben hier Pakistaner,
Wir haben hier einen Pakistaner, der einen Türkenladen hat, der kann keine Türken leiden. Der Inder, der Pakistaner kann keine Inder leiden, aber wir haben trotzdem Inder hier. Was ist das für ein Krieg? Das kann ich nicht verstehen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir haben hier ein Grundgesetz. Ja, das wird doch gar nicht geachtet. Ach, was rede ich eigentlich darüber? Was reg ich mich eigentlich auf? Ich werde mein Kind beschützen und für mein Kind da sein. Was ihr macht, ist eure Sache. Sag ich euch nur. Aber jammert nicht rum, wenn euren Kindern was passiert.